Der Sorglos Talk. Ein Corporate Podcast von Sorglos Makler. Und ganz, ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von Sorglos Talk, dem Podcast, wo wir uns als Unternehmen nicht vorstellen wollen, beziehungsweise wir wollen unsere Mitarbeiter mal ein bisschen vorstellen und zeigen, wer hier arbeitet und dass hier nicht einfach nur laufende Anzugträger oder in deinem Fall nur ein laufendes Kleid arbeitet, sondern dass da Menschen und Persönlichkeiten hinterstecken. Und bei mir ist die wunderbare Melli. Hallo. Und da endet mein Wissen über dich, mehr weiß ich gar nicht. Und deswegen nutze ich mal diesen wunderbaren Podcast und sage, stell dich doch mir und den Zuschauern einfach mal vor. Wer bist du denn überhaupt? Ja, ich bin Melli, ich bin 29 Jahre alt noch. Komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, lebe jetzt aber im schönen Leipzig seit knapp 7 Jahren. Bei Sorglos Makler bin ich jetzt tatsächlich genau 1 Jahr. Und ja. Okay, was hast du denn vorher gemacht? Also warst du vorher schon in der Maklerbranche tätig, also im Immobilienbereich, oder hast du warst du woanders? Also wir hatten schon sehr viele Geschichten, wir hatten jetzt Profi-Bodybuilding, wir hatten Rettungswagenfahrer, sehr viel schon gehabt. Wie war es bei dir? Ja, ich bin ursprünglich Fitnessökonomin. Ich habe Sport und BWL studiert, dual, damals noch in Stuttgart an der Universität am Stuttgarter VfB-Stadion habe ich studiert. Okay. Habe mich dann aber tatsächlich gar nicht für den sportlichen Weg entschieden, sondern bin von dort aus dann erstmal noch eine Runde in den Einzelhandel. Habe dort auch im Vertrieb gearbeitet, im Verkauf, direkt am Kunden. Von dort aus bin ich dann doch wieder in die sportliche Richtung zurückgegangen, beziehungsweise in den gesundheitswirtschaftlichen Bereich, und habe einige Jahre lang eine Spielekonsole für Senioren verkauft. Also auch da wieder. Eine Spielekonsole für Senioren? Ja, genau. Was war das denn? Man kann sich vorstellen, es war wie eine Wii, nur gestengesteuert und ohne Controller. Und das war eben barrierefrei, sodass eben auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen die Box nutzen konnten. Und die hatte eben noch den Vorteil, dass sie präventiv war. Das heißt, sie sollte gegen demenzielle Veränderungen wirken, sie sollte Menschen wieder mobilisieren, aktivieren. Und das habe ich dann über 4 Jahre gemacht, bevor ich dann noch Pflegedokumentationssoftware verkauft habe und dann über Umwege irgendwann hier gelandet bin. Also du hast Betriebswirtschaftslehre, dann mit Sport, dann bist du in Verkauf gegangen. Ja. Dann hast du eine Spielekonsole für Senioren verkauft und dann gab es bestimmt noch mehr Stationen. Tatsächlich nur 4 Jahre bei der Firma in Hamburg. Aha. Bin von dort aus zu einer anderen Firma in Essen. Aber schlussendlich hat es irgendwas, wie immer, dann was mit Gesundheitswissenschaft, Sozialwissenschaft zu tun und immer mit Vertrieb. Das war irgendwann dann tatsächlich das, wo ich gesagt habe, das ist das, was ich am besten kann. Aber war es auch das, was du am liebsten gemacht hast? Tatsächlich nicht. Also die Spielekonsole hat mich so noch begeistert, weil es eben was Besonderes war und man sehr viel bei Menschen bewirken konnte. Bist du jetzt offen? Mein Mikro ist tot. Super. Verdammt, das heißt einfach, ich muss für euch ein bisschen lauter sprechen. Okay. Und dann teilen wir uns hier das Mikro schon. Das ist Professionalität. Ich nenne sowas Authentizität. Absolut, ja. Also. Genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Jedenfalls die Spielekonsole fand ich immer super, weil die einfach den Bezug zum Menschen hatte, was ich schon immer schön fand. Ich habe schon immer viel geredet. Ich habe schon immer gern mit Menschen zusammengearbeitet. Und ja, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Die Pflegedokumentationssoftware an sich war mir tatsächlich zu technisch. Das war dann auch irgendwann der ausschlaggebende Grund, weshalb ich gesagt habe, okay, ich möchte doch wieder gerne was mit Menschen machen. Immobilien war immer schon was, das mich interessiert hat. Das hat mir immer schon viel Spaß gemacht, mich damit gedanklich auseinanderzusetzen. Und dann habe ich zufällig auf einer sozialen Plattform Sorglosmakler kennengelernt und hatte dann einfach Claudi angeschrieben und sie gefragt, ob ich mich bei euch bewerben darf. Und so bin ich dann hierher gekommen. Das erübrigt jetzt auch so meine zweite Frage. Dann hätte ich jetzt nämlich gefragt normalerweise, wie du hierher gekommen bist, aber dann über den normalen Bewerbungsprozess, dann würde ich dich jetzt eher nochmal fragen, so Immobilien, Immobilienbranche, auf den ersten Blick, ja, boah, Häuser verkaufen, boah, naja, was fasziniert dich denn daran so? Ich begeistere mich einfach generell für Häuser. Ich finde es immer wieder auch interessant zu sehen, wie leben Menschen? Wie haben die sich vielleicht mal eingerichtet? Wie haben die sich das gestaltet? Unabhängig jetzt davon, dass ich generell auch gerne die Geschichten der Menschen dahinter erfahre. Also warum an diesem Standort? Warum leben sie da? Warum haben sie sich auch vielleicht das Objekt als Kapitalanlage ausgesucht? Also was ist da so der Hintergrund? Das erfahre ich eigentlich immer ganz gerne. Ich finde alles, was eine Immobilie betrifft, einfach unglaublich spannend. Das interessiert mich einfach. Ja. Und würdest du sagen, heute bist du hier zufrieden und angekommen, oder?
Ja, also jetzt hatte ich ja quasi mein einjähriges Jubiläum bei Sorglos Makler. Natürlich lässt man da so dieses Jahr mal ein bisschen Revue passieren und überlegt so, wie war das so für mich? Und dann hatte ich auch mit Freunden und Familien drüber gesprochen, habe gesagt, für mich persönlich war es die beste Entscheidung, Punkt eins, mich selbstständig zu machen, weil ich das immer wollte. Ich liebe diese Unabhängigkeit und diese Freiheit, über meine Zeit selber bestimmen zu können und die Tätigkeit auch an sich. Also ich habe so viel schönes Feedback von vielen Menschen bekommen. Es ist nicht immer einfach, aber die Arbeit ist toll. Das Team ist toll, die Kunden sind meistens toll und ja, ich würde jetzt, Stand heute, nicht mehr weg wollen. Auf jeden Fall willst du, glaube ich, nochmal in diesen Becher greifen. Übrigens heute jetzt mal wieder Premiere Team Enrico macht endlich mal wieder einen Punkt hier. Und ich würde sagen, ja, ich schütte für euch nochmal und legen wir los. Welcher Song darf in deiner Playlist nicht fehlen? Oh, das ist schwierig. Also ich habe eine Playlist, da sind an die 300 Songs drauf. Ich meine, die geht 25 Stunden lang. Ich könnte jetzt nicht einen Titel nennen, sondern es sind ganz viele. Ich kann aber euch meine Playlist teilen. Okay, Playlist in den Shownotes, würde ich einfach sagen. Und in dem Fall die Frage, aber jeder hat doch so diesen aktuellen Song, den er so rauf und runter hört. Was ist das bei dir? Oh, das ist tatsächlich schwierig. Generell Sommerhits momentan, aber da gibt es nicht den einen tatsächlich, wirklich nicht. Bin ja sehr lange raus aus der Charts-Sache, sage ich Ja, mal, aber ja. früher gab es ja immer diesen einen Sommerhit. Früher gab es für mich keinen Sommerhit, sondern früher gab es für mich nur die No Angels, muss ich tatsächlich dazu sagen. Das ist Jahre her, aber es war auch meine erste CD und deswegen waren die immer für mich die Stars. Ja, ist ja völlig okay. Ich hatte einen Crush auf Big Time Rush, also für die Jüngeren, ihr werdet das bestimmt auch noch kennen. Und mir nicht ansehen, aber ja, die Jungs fand ich total geil. Dann machen wir hier gleich nochmal weiter. Lieber Winter oder Sommer und warum? Also definitiv Sommer. Winter ist mir einfach so kalt. Ich finde es zwar total schön, Ski zu fahren, das mag ich super gerne, aber diese eine Woche im Jahr reicht mir definitiv. Also um Weihnachten darf es noch Schnee haben, aber alles andere danach definitiv Sommer. Es ist Also einfach schöner. 2 Wochen Schnee, einmal zum Skifahren und einmal Und für Weihnachten. Weihnachten. Genau, Ja, das reicht. okay. Na gut, dann letzte Frage, letzte Gelegenheit. Bin gespannt. Was ist dein Lieblingsfilm? Also früher war es Faster. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist mit The Rock gewesen. Okay. Heute, ich bin den Titeln nicht so gut, aber ich mag super gerne den Film mit dem U-Boot. Der Film mit dem Der U-Boot. Film mit dem U-Boot durch den Fjord in Russland. Kennst du das nicht? Nee, gar nicht gehört. Kenne ich gar nicht. Wie heißt denn der Film? Ich habe ihn die Tage erst gegoogelt, weil ich es jemand anderem erzählt habe. Aber ich komme jetzt leider nicht drauf. Jedenfalls der Film mit dem U-Boot. Und ja. Okay, pass auf. Wir machen jetzt mal eine kleine Community-Aufgabe. Wir machen das jetzt nämlich so. Du wirst jetzt diesen Plot mal kurz ein bisschen beschreiben und ich habe keine Ahnung davon, aber vielleicht hat irgendwer von euch eine Ahnung davon, welchen Film Melly meint und kann uns diesen Titel vielleicht unten einfach mal in den Kommentar oder auf Spotify, da kann man jetzt nämlich übrigens auch kommentieren, oder hier direkt auf Instagram einfach mal drunter schreiben. Und ja, vielleicht sind wir dann ein bisschen schlauer. Ich bin gespannt. Also, leg los. Also, es geht um den Film, wo eine größere Mannschaft an Militärs, Mitarbeitern in einem U-Boot stationiert sind. Die fahren durch einen sowjetischen oder russischen Fjord, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil sie dort eine Unterwassermission haben und dann aber kurzerhand den russischen Präsidenten retten müssen, weil ich meine, durch einen Putsch dieser nicht mehr Präsident sein sollte. Und das passiert dann und dadurch müssen sie sich eben durch diesen Fjord kämpfen und es ist nicht ganz ungefährlich als Amerikaner. Und schaffen Sie es am Ende? Ja, natürlich. Sie werden nicht sterben. Als Spoiler zum Film. Also, okay, wir suchen einen Film, wo jemand den russischen Präsidenten mit einem U-Boot durch einen russischen Fjord rettet. Ich bin nicht schlauer als vorher, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung. Ja, also der Titel hat mir jetzt nach wie vor nicht eingefallen, aber wenn man einfach U-Boot-Film googelt, findet man es.
U-Boot-Film. Naja, genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch schon wieder durch. War ja nur ein kleines Anfüttern. Falls wir Melly nochmal einladen sollen, falls sie nochmal die Gelegenheit kriegt, hier immer aufzulösen, was ihr Film ist, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. So, auch wenn ihr Fragen habt. Wie gesagt, bei YouTube könnt ihr das drunter hauen oder falls ihr das hier gerade als Instagram-Reel seht, bei Instagram und natürlich auf Spotify und Co. Da könnt ihr nicht nur kommentieren, da könnt ihr uns nicht nur folgen, da könnt ihr uns sogar inzwischen auch toll bewerten. Und würde ich sagen, das macht er jetzt auch mal, denn wir müssen jetzt auch los und wir müssen weiter. In dem Sinne, Melly. Vielen Dank für deine Zeit, hat Spaß gemacht. Und in dem Sinne, Leute, ciao. Tschüss.